Also, wir machen Public Viewing bei unserem Nachbarn und mein Tipp ist 2-1 für Deutschland. Könnte sein, dass Deutschland gewinnt. Aber man weiß es nicht. Die anderen sind ja auch sehr gut, ne? Weil es sind ja ganz gute Chancen. Die guten Brasilianer sind ja verhindert. Ich glaube, dass beide Mannschaften gleich gut und gleich schlecht sind. Tippen wäre jetzt reiner Zufall. Also das kann ich so sachlich gerecht nicht sagen. Morgen Abend werde ich vermutlich mit Freunden essen, die sich auch für fußballmäßig interessieren. Ich gucke schon und ich wünsche schon, dass wir gewinnen. Ne? Drück auf die Daumen. Also ich würde 2-0 für Deutschland tippen und einfach zu Hause gucken. Rudel gucken natürlich bei Nachbarn. Und ich tippe 3-1 für Deutschland. Ja, mit Freundinnen. Frauen gucken Fußball, immer sehr beliebt bei uns. Mit ein paar Jungs, ein paar Mädels, wird lustig. Ne, typische Rudel gucken, hoffen wir es gut. Ne? Und wir sind auf jeden Fall für Deutschland und unterstützen ihn auch im Halbfinale. Mich interessiert kein Fußball. Aber sicher gucke ich morgen Abend. Ich gucke jedes Spiel. Ich glaube, die werden unentschieden spielen nach 90 Minuten. Und dann in der Verlängerung 2-1 für Deutschland. Also morgen bin ich nicht ganz so sicher. Also, naja, sagen wir mal unentschieden. Ne? Und den Abend vor der Glotze wieder ganz spannend.